Blackout im Internet. Keine technische Panne, sondern ein politischer Protest, der in der vergangenen Woche für geschwärzte Seiten im Internet verantwortlich war. Die amerikanische Regierung legte einen Gesetzesentwurf SOPA vor. SOPA steht für Stop Online Piracy Act und verfolgt das Ziel, Urheberrechtsverletzungen im Netz mit drastischen Sanktionen einen Riegel vorzuschieben. Die Netzaktivisten visualisierten ihre Gegenwehr. Die freie Enzyklopädie Wikipedia schaltete sich 24 Stunden lang auf schwarz. Das Google-Logo auf der zentralen Startseite in Amerika war mit einem schwarzen Rechteck überzogen. Wikipedia-Gründer Jimmy Wales hat seiner Meinung Ausdruck verliehen. Auf der DLD-Konferenz in München appellierte er für einen menschlichen Dialog zur Netzpolitik. Now, at least I hope, there's a window of opportunity here for Hollywood to come to the table and talk to Silicon Valley with a little bit more humility. Ich hoffe, dass nun die Möglichkeit genutzt wird, sich an einen Tisch zu setzen und darüber zu sprechen, mit ein bisschen mehr Bescheidenheit. Digital distribution platform is an incredible opportunity for the entertainment industry and for Hollywood. And one of the first things they can do is actually let me buy what I want to buy. Für die Unterhaltungsindustrie ist die digitale Welt eine wunderbare Möglichkeit. Sie könnte viel Geld verdienen, wenn sie den Usern bereitstellt, was die haben möchten. Sie müssen mich dort nur kaufen lassen, was ich kaufen möchte. Mit SOPA soll das US-Eigentum geschützt werden. Das sind Kopien von Musik, Filmen, Büchern oder Software. Bei Urheberrechtsverletzungen auf ausländischen Webseiten sollen Internetprovider den Zugang zu diesen Adressen sperren. Suchmaschinen sollen mit SOPA gesetzlich gezwungen werden, Links zu internationalen Webseiten, die gegen die neuen Regeln verstoßen, aus ihrer Datenbank zu entfernen. Die Piratenpartei unterstützte den Blackout Day. Der Vorsitzende der Piraten, Sebastian Nerz, erklärte auf der DLD-Konferenz, dass SOPA eine neue, gefährliche Qualität hätte. Die Internetkultur würde durch eine Zensur natürlich zerstört werden, aber das ist für mich gar nicht das entscheidende Problem. Das viel entscheidendere ist, dass eine Zensur immer auch Meinungsfreiheit beeinträchtigt und dass sie damit die Demokratie an sich angreift. Eine Zensur bedeutet, dass unliebsame Meinungen, dass Meinungen über Themen, über die man vielleicht nicht sprechen will, unterdrückt werden können. Und ja, das ist das Ende einer Demokratie. Wikipedia-Gründer Wales hofft darauf, dass Europa und andere Länder nicht auf den Zug der US-Regierung aufspringen. The European Parliament has an opportunity to say no to it, and I hope that they will. Different individual countries have the opportunity to say no along the way. Ich hoffe, dass das Europäische Parlament Nein dazu sagt und auch andere Länder die Möglichkeit nutzen, so etwas abzulehnen. Wales stellte bei der DLD-Konferenz klar, dass er nicht die Piraterie als solche verteidigt. Natürlich müsse man Firmen verfolgen, die Urheberrechte im großen Stil verletzen, aber dadurch muss man nicht die Freiheit im Netz beschneiden.